Begrüßung, liebe Leute. Wir machen jetzt dieses Rätsel. Vielleicht ist das hier der letzte Part, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann ja nicht in die Zukunft gucken. Die Messnadel muss auf die Sternkonstellation zeigen. Dem Griff links fehlen noch einige Zacken. Okay. Und wo sehen wir die Sternkonstellation gleich nochmal? Ah, hier. Also jetzt haben wir hier einen großen Stern und zwei kleine Sterne. Und jetzt müssen wir... Na gut, damit nicht. Das hier war das weit vorwärts. Oh, jetzt müssen wir ein bisschen zurück. So, jetzt hier. Und da müssten wir noch eins zurück. Das geht aber nicht, also machen wir... ganz langsam. Dann kriegen wir den Flügel, setzen den hier an und sehen, hoho, nächstes Rätsel. Was war das? Nee, das sieht nicht so aus. Nee, das sieht auch nicht so aus. Sterne? Moment. Was ist denn da hinten? Nee, das hat einen Zacken zu viel. Was ist das eigentlich für ein komisches Rätsel? So eins habe ich noch nie gesehen. Okay, außer als ich das hier mal gespielt habe. Also. So, jetzt. Müssen wir noch eins machen? Nö. Okay. Okay, ich zeige euch gleich was. Diese Worte wurden in das Holz geritzt. Stelle dich der Herausforderung. Nur wer sich als würdig erweist, kann diese Tür passieren. Eine runde, goldumrandete Vertiefung. Das Bild eines Baumes ist darauf eingraviert. Dann machen wir mal was. Ich zeige euch jetzt mal, was da drin ist. Profile, Blondrell. Nämlich, hier in diesem Raum waren wir ebenfalls noch nicht. Das ist dort, wo diese Froschkrone war. Dann lag hier eine Baumscheibe, die geheime Baumscheibe rum. Und die hintere Wand ist von einer dicken Eisschicht überzogen. Ich frage mich, wer den Pfad betreten kann. Auf der Plakette steht die Schwester Efeu und Dornröschen. Erlöse den Geist der einen und die andere wird befreit. Das ist der erste geheime Raum. Und jetzt müssen wir mal kurz hier runtergehen. Die Ranken wieder anschalten. Und dann habe ich hier die geheime Baumscheibe hingelegt und mit der Person habe ich noch nicht geredet, weil ich euch das zeigen möchte. Mal gucken. Huch, man kann aber nicht mit dir reden. Schneewittchens Porträt und das dazugehörige Schild sind eingefroren. Das ist das Porträt der Schwanenprinzessin. Dies ist ein Porträt von Aschenputtel. Dies ist ein Porträt der kleinen Meerjungfrau. Dies ist ein Porträt der Prinzessin Efeu. Und alle davon sind wahrscheinlich tot. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall in den Raum drin. Ich weiß nicht, ob das wirklich wert ist. Oder als Bonus-Content bezeichnet zu werden. Auf jeden Fall so. Jetzt nehmen wir mal den kleinen Hammer. Schlagen das hier auf. Und haben eine Glaskugel. Dieser knorrige alte Baum reicht bis hinauf an die Oberfläche. So. Mit der Glaskugel. Nee, hier muss ich nicht lang. Wo muss ich denn lang? Ach, dort. Können wir hier hin? Dahin? Dorthin? Der Laser trifft auf eine Scheibe und ein Schlüsselloch ist zu erkennen. Was auch immer hinter dieser Wand ist, muss von größter Bedeutung sein. Oh ja, kann sein. Hast du doch irgendwas zu sagen? Irgendwie fehlt mir doch ein Objekt. Der Tipp-Button funktioniert nicht. Kunstvasensammlung haben wir komplett. Vielleicht hilft uns das irgendwie weiter. Ich gehe jetzt mal hoch in den Wald. Ja, ja.
und machen wir das Rätsel. Also, hier haben wir erstmal einen Frosch, da ist noch ein Frosch. Und hier sehen wir irgendwie solche Böden, die aussehen wie Elemente. Dann haben wir hier das Erdelement zum Beispiel. Dann sehen wir, hier oben sind ein paar Lichter angegangen. So, jetzt mal Eis, müsste dahin. Erde, so, dann hier Feuer, dann hier. Dann kriegen wir ein Objekt. Was ist das? Eine Froschplakette. Kein Quark. Schade. So, jetzt gehen wir mal in das Zimmer hier. Huch! Ich wollte nicht rausgehen, ich wollte mir den Brunnen angucken. Schlafen? Jetzt ist kaum die Zeit dafür, ich habe einen Auftrag. Dem Dekor nach zu urteilen, muss dieser Raum Prinzessin Efeu gehört haben. Ja, ja. Kann man machen. So, und jetzt kriegen wir einen Schlüssel zur Waffenkammer. Den haben wir uns regelrecht verdient. Jetzt gehen wir hier wieder längs. Nutzen den Schlüssel und bekommen den uralten Stab. Und jetzt ist hier angeblich ein Wimmelbild aufgetaucht, aber irgendwie nicht. Jetzt müssen wir rausgehen. Kapitel 10, hallo. Und wieder reingehen, damit sich das Wimmelbild aktiviert. Das ist irgendwie, ja, nicht so gut gelöst. Ein Fräsientrank. Fräsien. Das klingt irgendwie so. Ich weiß, dass es eine Pflanze ist, aber Fräsien. Also bitter. Habt ihr eine Fräsie in eurem Garten stehen? Weil ich weiß auch nicht, wo wachsen die Dinger überhaupt? Na gut, das war gleich nochmal eine Fräsie. Wahrscheinlich das Ding, was in der Flasche dort jetzt ist. Da ist noch was. So. Ein Fräschen. Mein Hund bellt gerade. Oh. Ich sehe nichts. Ich sehe nicht. Ah, doch. So, jetzt. Oh. Das habe ich echt nicht gesehen. So, jetzt haben wir den Fräsientrank. So, wo war noch eins aufgetaucht? Dort da hinten. Und in Schneewittchens Haus. Da finden wir bestimmt Schneewittchens Tier. Oh Moment, die haben wir glaube ich schon. Nein, hier wollte ich nicht hin. Ich wollte in die Bücherei. Also da hinten hin. In die Schatzkammer anscheinend oder was auch immer das hier sein soll. Prinzessin Efeus Tiara. Ah, da haben wir das Tiara. Der, die, das Tiara. Tiara. Also das hier ist wirklich so das Wimmelbildspiel der vielen Sammlungen. Irgendwie erstmal so 5 Objekte von einem Typen sammeln und dann erst. Dann kann man erst anfangen es zu benutzen. War da gerade was? Nein. Also wir brauchen noch ein bisschen Efeu. Hier hängt doch auch Efeu rum. Kannst du nicht einfach die Blätter davon mitnehmen? Meine Fresse, Mädel. Ah. Das waren beide. So, jetzt fehlt mir noch ein Herz. Das habe ich doch schon mal angeklickt. Wollt ihr mich verhohne piepeln? Meine Güte. Da ist noch was und. Jetzt brauchen wir noch so eine. Irgendwas. Was ist das? Ah, natürlich. In der Krone. Irgendwie war hier alles an einen Ort gepackt. Prinzessin Efeus Tiara. So, jetzt haben wir 6 Tränke.
sechs, nee, fünf Tiaras. Jetzt müssen wir zu Dornröschens Haus, also nicht Schneewittchens Haus gehen. Mal gucken, was wir hier noch bekommen. Der Verwandlungsschlüssel. Okay. Mich beunruhigt die Puppe hier auch ein bisschen. Nicht so sehr wie die im letzten Part, aber sie hier ist auch nicht viel besser. Der gut, die hier sieht schon ein bisschen puppenhafter und lebendiger aus. Ordentlicher und so halt. Aber die Puppe im letzten Part, ey. Nee. Nee. Ich brauche noch ein paar Teile vom Verwandlungsschlüssel. Kannst du die mir mal geben, Puppe? Ey, Püppchen, hast du mal einen Verwandlungsschlüssel für mich? Oh Mann. Ey, gib mal. Ich glaube, ich habe die ganze Zeit daneben geklickt. So, jetzt fehlt noch ein Ohrring-Fragment und. Was ist das denn? Irgend so ein C. Also der Buchstabe C. Ist das hier ein C? Nee. Ach so, ja, natürlich. Habe ich total gesehen. Nicht. So, jetzt haben wir den Verwandlungsschlüssel. Marie wurde in einen Frosch verwandelt, doch ich kann keine Entschuldigung. Ich habe gerade ein schwer bewachtes Relikt entdeckt. Einen uralten Stab. Mit ihm und mit was auch immer ich im Gewächshaus finde, könnte ich etwas herstellen, das den Fluch des Froschkönigs brechen kann. Ich sollte meine Ermittlungen auch im Tempel fortsetzen. Welchen Tempel? Welcher Tempel? Und das war Schwanenprinzessins Land. Jetzt müssen wir erstmal hierhin, dahin. So. Hier gibt es auch noch eine Anleitung, die woanders steht. Auf der Notiz steht, ordne die Tränke richtig an und ziehe dann den linken Hebel. Korrekt platzierte Tränke leuchten auf. Dann machen wir als erstes mal. Okay, der hier ist schon mal richtig passiert. Jetzt machen wir eine andere Taktik. So, jetzt ist der richtig platziert. Rose. So, jetzt mal hier so vertauschen. Gucken. Aha. So, jetzt fehlen noch 2 und 6. So, was ist das jetzt? Wir haben den Fluchbrecher. Das ist schön. Damit können wir bestimmt Flüche brechen. Vielleicht aber auch nicht. Es ist ja nicht so, als würde der Name das irgendwie hervorgeben. Was ist das? So, jetzt erstmal die Tiaras sortieren. Also, das Tiara der Schwanenprinzessin. Prinzessin Efeus Tiara. Aschenputtel und Schneewittchen und Frau. Ich benötige einen Schlüssel, um diesen Apparat zu öffnen. Verwandlungsschlüssel bestimmt. Dieser Apparat wird mit einem Stab geöffnet. Ich glaube, eine Art Stab würde hin. Wow. Wow. Zweimal dasselbe Wort verwendet. Nachdem ich den uralten Stab in den Apparat gesteckt hatte, leuchtete er auf. Mir fehlt nur noch eine weitere Zutat. Ja. Dein Treiben habe ich lang genug geduldet. Ich werde dem nun ein Ende setzen. Ich bin es, Liebste. Bitte, lass los. Meine Liebste, jeden Tag sehne ich mich danach, mit dir vereint zu sein. Doch wie? Ich weiß es nicht. Doch ich halte zu dir, im Leben wie im Tod. Mein Fluch heißt Unsterblichkeit. Zu sehen, wie meine Liebsten sterben. Du hältst nun den Stab der Unsterblichkeit in Händen. Bitte, erlöse mich von meiner Qual.
Dies muss Prinzessin Efeus Statue sein, der Löwe. Nein. Kann ich Prinzessin Efeus? Der Geist der Prinzessin steht neben dem Frosch. Wow! Wow! Danke für diese Beschreibung. Um den Fluch zu brechen, muss ich den Stab der Unsterblichkeit auf den König anwenden. Nö. Ach nee. Stab der Unsterblichkeit. Meine Prinzessin Efeu, wir werden zusammen sein, für immer und ewig. Der Fluch ist gebrochen. Alle Frösche haben wieder Menschengestalt angenommen. Nimm das Medaillon des Königs und befreie die Tochter des Kanzlers. Danke und lebe wohl. Okay. Der Froschkönig hat seinen Frieden gefunden. Im Tod hat er an Prinzessin Efeus Seite endlich das ewige Glück gefunden. Amen. Der Stab der Unsterblichkeit brach den Fluch des Froschkönigs und machte ihn wieder sterblich. Ich schaue auf seinen reglosen Körper und mich überkommt Mitleid, ob seiner vielen Jahre des Leidens. Nun muss ich Marie retten, bevor es zu spät ist. Ich glaube nicht, dass ich gerade den kürzeren Weg gegangen bin. Ich glaube, ich bin gerade den längeren Weg gegangen. Ach, egal. Ja, ja. Warum schneit's denn hier drin? Marie ist in diesen Tank gefangen. Ich muss ihn öffnen, bevor sie ertrinkt. Der Leibwächter ist auch darin eingeschlossen. Er schlägt verzweifelt gegen das Glas. Saß. So, jetzt... Das letzte Minigame. Diesmal kein Kampf, sondern bringe jedes Symbol an die Stelle an, an der sich Farbe und Form überschneiden. Okay. Also, hier oben sehen wir Form, hier sehen wir Farben. Das heißt, alles Gelbe muss hier oben in die Reihe. Alles... Was ist das für eine Farbe? Sieht türkis aus. Ja, alles Türkise muss in die Reihe und alles Rote muss in die Reihe hier. Und dann alle 1, 2, 3, 4, nee, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, alle 6 Ecken müssen hier hin, alle 4 Ecken müssen dahin und alle Nicht-Ecken müssen dorthin. So, wir sehen, wir haben hier 3 Dinge schon passend, aber das hilft auch nicht wirklich. Das heißt, erstmal versuche ich hoch. Okay, jetzt müssen wir Türkis mal auf die richtige Stelle. So, jetzt noch die Octagons hier rüber. Pappen. Wie mache ich das jetzt am besten? So. Dass das Octagon neben dem Octagon ist. Okay. Toll, jetzt muss ich irgendwie schaffen, dass ich den Kreis... Ja, hab ich's geschafft? Nein! Scheiße. Vermaledeit meine ich natürlich.
Ich faile gerade so hart. Ach man. Ja gut, vielleicht sollte ich auch nicht nur random rumklicken, sondern auch mal nachdenken, was ich hier tue. Das war schlecht. Ah. So, jetzt? Jetzt haben wir schon wieder zwei Dinge vertauscht. Ich krieg's nicht mehr hin. Oh Mann, das kann doch nicht so schwer sein. Ich muss irgendwie schaffen, dass ich die Position von den beiden vertausche. Okay. Und jetzt? Denke ich auf überspringen, weil das ist doch scheiße. Ja, mir egal. Ach, mir wird wärmer. Vielen Dank für die Decke. Bevor du uns rettetest, erschien eine Frau in Weiß. Ich sah direkt in ihre Augen und ihr Blick war so kalt wie Eis. Sie halluzinierte von einem Schneefallkönigreich und dem Ende der Welt. Ich weiß nicht, was sie meinte und ich will es auch nicht wissen. Bitte bring mich einfach nach Hause. Ich habe den Port überzogen. You've rescued the Chancellor's daughter and ended the Prince's curse. However, a greater evil looms upon the fabled Snowfall Kingdom. It won't be long until your next investigation takes you to the high mountains from which no fairy tale detective has returned. Ja, liegt vielleicht daran, dass ich der einzige Fairy-Tale-Detective bin, vielleicht. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist das hier so eine total berühmte Berufswahl. So hier, oh, ich bin ein kleines Mädchen, ich will ja unbedingt Fairy-Tale-Detective werden. Und konntet ihr euch hier für diese letzte Stelle nicht noch einen deutschen Sprecher leisten? Waren diese zwei Sätze so teuer? Oh, oh, Credits! Ja! Credits! Nee. Schön, dass ihr mir mal die Credits überhaupt zeigt. Blue Tea Games also. Und Big Fish Games. Also, wir haben festgestellt, der Froschkönig ist ein wahrer Macker. Er hat jede Märchenprinzessin irgendwie mal durchgenommen. Obwohl, das wissen wir nicht. Er hat auf jeden Fall mit jeder eine Beziehung gehabt. Das war das Bild gerade. Ja. Das Spiel war schon mal besser als der erste Teil, aber es gab halt immer noch sehr viel Backtracking. Und sehr viel rumgelaufen, aber hey, das kann man halt nicht ändern. Aber wenigstens. Mich hat irgendwie gestört, dass der Tipp-Button anscheinend nicht funktioniert hat, wenn man außerhalb eines Bimmelbildes ist. Ein neues, schwierigeres Abenteuer ist verfügbar. Du erhältst die goldene Krone. Nö. Tja. Das war's dann wohl mit Dark Parables, der Fluch des Froschkönigs. Ich verabschiede mich. Gute Nacht.